Hallo Leute, heute geht es um den CTEC Indicator. Und zwar wollte ich euch den mal vorstellen, wie das ganze Teil hier so aussieht. Und zwar war es ein bisschen problematisch bei mir. Ich konnte ihn nicht außerhalb anbringen. Das wäre jetzt eine schöne Sache gewesen. Aber dann hätte ich von meiner Frontschürze etwas ausschneiden müssen. Und der ist natürlich ein bisschen zu breit. Und deswegen habe ich ihn einfach hier an die Autobatterie mit Heißkleber angeklebt. So, und hier könnt ihr euch mal den Indikator angucken. Da leuchtet er auch schon orange und das bedeutet natürlich nichts Gutes. Das heißt, die Batteriespannung ist unter 12,4 Volt gefallen und eine Sulfatisierung der Batterie beginnt in diesem Bereich ab unter 12,4 Volt. Ja, dementsprechend solltet ihr dann ja entweder die Batterie ja noch nicht tauschen, ne, aber öfter aufladen. Und ich würde euch vielleicht sogar empfehlen, eine auf Reserve zu kaufen, da meine sogar teilweise schon rot ist oder blinkt. Orange geht ja noch, aber das ist eben schon das erste Anzeichen, dass die Batterie so langsam den Geist aufgibt. Sie ist jetzt circa 5,5 Jahre alt, 6 Jahre schätze ich mal so. Und ich denke, das ist ja nach 6 Jahren eine Batterie, wenn die abraucht, ist das so ziemlich normal. Die meisten werden eh nicht älter als 8 Jahre. Auf jeden Fall wollen wir mal zum Punkt zurückkommen. Das ist das schöne Teil. Wie gesagt, hier könnt ihr schön sehen, wenn ihr die Batterie aufladen solltet, bei Orange. Und das werde ich nun auch mal wieder tun. Und zwar mit meinem tollen CTEC-Ladegerät, das MXS 5.0. Ich nehme einfach mal hier den Steckerchen. So, und mache das hier auf. Den brauche ich einfach nur hier reinstecken. Und schon leuchtet der grün, weil er ja jetzt auflädt und ich möchte den auch gern einmal eine Recon-Aufladung machen. Das solltet ihr einmal im Jahr höchstens machen, da dadurch Batteriegase verdampfen, das heißt die Batterie verliert Flüssigkeit, weil die einmal auf, lasst mich lügen, auf mit 16 Volt aufgeladen wird und das sollte man allerdings nicht zu oft machen. Ich werde es einfach mal tun, weil meine Batterie eben immer nur orange anzeigt und unter die 12,4 Volt Marke fällt. Und ich erhoffe mir mal eine Besserung dadurch und bin mal gespannt, ob das was bringt. Ich glaube es zwar nicht, aber Versuch macht klug. Also, ich denke, ich konnte euch vielleicht ein bisschen helfen und falls ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Es ist heute sau warm draußen, tut mir leid, ich schwitze hier, die Sommerwärme, aber wir wollen uns ja über das Wetter nicht beschweren. Bei dem schönen Wetter können wir auch schön Auto fahren und cruisen, das ist auch mal eine feine Sache. Also bis dann Leute und viel Spaß, ciao.